Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Tatsächlich einer Bücherwoche, in der ich kein haptisches, echtes Buch gelesen habe. Ja, wer sich jetzt wundert, warum auf dem Thumbnail trotzdem drei Bücher zu sehen sind, das hat im Grunde den Hintergrund, damit ihr trotzdem im Thumbnail seht, okay, so und so viele Bücher habe ich gelesen, sonst könntet ihr ja denken, die Steffi hat gar nichts zu erzählen in ihrer Bücherwoche. Denn ich habe drei Bücher gelesen, wobei eigentlich waren es nur knapp zwei, ein Drittel, weil ich das erste Buch tatsächlich abgebrochen habe in dieser Woche und da tatsächlich eine Enttäuschung hatte. Dann aber ein absolutes Highlight, von dem ihr ja auch schon im Hörgenuss gehört habt. Und dann eher so, also jetzt nicht direkt ein Flop, aber so eine Enttäuschung tatsächlich, das dritte Buch. Es war irgendwie eine schwierige Woche, gerade nach den Highlights in der Vorwoche und ja, nicht so schön, dass die Woche nicht so lief, denn wettertechnisch war das Wetter ja wirklich top. Wir hatten ja nochmal einen schönen Altweibersommer, wie man so schön sagt, und das dann gekrönt war Sonntagabend mit einem Gewitter und einem wahnsinnigen Geblitze am Himmel. Bin ich nicht der größte Fan, ich bin immer froh, wenn ich zu Hause bin und das irgendwie so aus der Entfernung und ja, möglichst auch mit geschlossenen Fenstern begutachten kann. Es hat natürlich schon etwas Wuchtiges, energiegeladenes, aber muss sagen, Gewitter, da bin ich nicht immer der größte Freund. Da würde ich eher mit heintauchen, als mich irgendwie auf dem Feld zu stellen. Als im Gewitter, ja, da ist die Herbstdeko sozusagen runtergefallen. Passiert, nicht so schlimm. Es gab drei Bücher. Ihr findet die Bücher und die Zeitstempel unten in der Infobox. Also wenn ihr da direkt zu einem der Bücher switchen wollt, auch das sonstige Geblubber sozusagen am Ende. Ich liebe Anka, Geblubber. Geplaudere findet ihr unten und schaut da gerne mal vorbei, auch wenn ihr mehr Infos zu den Büchern irgendwie lesen wollt. Das E-Book, das erste E-Book, das ich auch abgebrochen habe, ist Die Siedlung von Sue Turhan. Das war unser Leseclub-Thriller für den September, auch den Leseclub immer unten in der Infobox. Den habe ich nach so knapp einem Drittel leider abgebrochen. Mein Highlight-Hörbuch ist Der Astronaut von Andy Weir. Hatte ich fast gar nicht erwartet und dann wurde es tatsächlich noch zum Hörgenuss des Monats. Und eher so ein bisschen Buch, über das ich enttäuscht tatsächlich bin, ist Vergissmeinnicht von Kerstin Gier. Ihr neues Jugendbuch und ja der Auftakt auch einer Trilogie. Ja, ein bisschen Serie habe ich auch geschaut, das folgt dann aber auf jeden Fall am Ende des der Bücherwoche, meine Güte, hier, wo sind wir? Zu Hause. Ja, wir starten also mit dem Thriller Die Siedlung von Sue Turhan. War das Septemberbuch für den Leseclub. Auch im Oktober lesen wir einen Thriller, nämlich Into the Water. Der war nämlich ganz knapp Platz 2 und da haben wir uns jetzt dazu entschlossen, einfach beide Thriller in diesem Jahr noch zu lesen. Im November wird es wahrscheinlich so ein bisschen eher in Fantasy-Richtung gehen. Wenn ihr da mit dabei sein wollt, schaut gerne in die Infobox. Stimmt fleißig mit ab. Und da denke ich, vielleicht lest ihr ja im Oktober mit. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Alles unten in der Infobox. Ich habe von dem Buch vorher gar nichts irgendwie mitbekommen. Es war das Subbuch von Roman und ich habe mir dann auch nur das E-Book besorgt und dachte schon, klingt auf jeden Fall spannend. Und denn wir steigen in die Geschichte ein, als in der Siedlung Himmelhof eine dramatische Geiselnahme stattfindet. Die geht nicht sehr gut aus, es findet ein tödliches Ende und da denkt man schon, huch, wo bin ich hier gelandet? Wir erfahren innerhalb der Siedlung von autonomen Autos, selbstlehrenden Recycling-Systemen und auch so ein bisschen der Forschung zum Wohle der Menschen. Ja, da horcht man dann relativ schnell auf. Hinter der Siedlung steckt, ich sag jetzt mal, der Erfinder, wie auch immer wir es nennen wollen, Adam Heise, der als ehemaliger Biochemiker noch weitere Dinge erforschen lässt, unter anderem zum Beispiel auch künstliche Intelligenzen und der auch so ein bisschen in das Zentrum unserer Geschichte fällt. Dann lernen wir Helen Jagd kennen, die als Yoga-Lehrerin getarnt in eins dieser Smart Homes sozusagen einzieht und hinter die schöne Fassade schauen möchte und die auch zum Einsturz bringen möchte. Und viel weiter bin ich noch nicht so richtig gekommen.
Es ist natürlich immer schwierig, ein Buch zu bewerten, was man nicht zu Ende gelesen hat. Das ist mir vollkommen klar. Finde ich tatsächlich auch unschön. Ich bin aber niemand, der Bücher liest, damit er sie gelesen hat, wenn mich ein Buch wie hier eben überhaupt nicht irgendwie einfangen kann. Ich fand, es waren super merkwürdige knapp 150 Seiten. Also selten so einen Wirrwarr gelesen, so ein Buch mit kryptischen Sätzen, das ruckelig war, das kurz war, wo man keine Beschreibungen irgendwie bekommen hat. Wo ist man? Wie ist man? Wer ist man? Wer ist da noch? Was passiert da? Es war, es entstand keine Spannung, es war eher so ein Entsetzen und auch diese gruselige Vorstellung von diesen Smart-Home-Siedlungen, also was da alles eben autonom funktioniert, wie die Menschen dort ticken, wie sie da eingebunden sind in der Siedlung, das fand ich ganz schön creepy, das muss ich ehrlich sagen. Ja, natürlich, die Zukunft wird smarter, das stelle ich auch gar nicht in Frage. Aber ich frage mich immer, warum in so Thrillern, die ja eigentlich noch ganz nah in unserer Jetztzeit sind und die ja gar nicht eigentlich Science Fiction sind, warum das so übertrieben wird und warum immer gleich das schlimmste Szenario irgendwie gezeigt wird und warum ganz oft diese Menschen dann so naiv sind, die dann zum Beispiel auch in so eine Siedlung ziehen. Also klar kann man jetzt sagen, vielleicht wählt man tatsächlich gezielt naivere Menschen aus, möchte ich jetzt gar nicht irgendwie so unterstellen, aber das mochte ich irgendwie in dieser Geschichte auch nicht. Es gab auch sehr merkwürdige Redewendungen, wo man so dachte, gehören die jetzt irgendwie zum allgemeinen Sprachgebrauch? Ich fand das super anstrengend und ich habe keinen Zugang gefunden. Also ich habe schon so nach dem ersten Abschnitt, so nach 50 Seiten gedacht, wo bin ich? Nach dem zweiten dachte ich, vielleicht würde mich ja doch der eine Strang interessieren und innerhalb des dritten Abschnitts dachte ich dann, es war wirklich mühsam, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß tatsächlich leider auch nicht, was mir der Autor hier irgendwie erzählen möchte, was sein Gedanke auch hinter dieser merkwürdig kryptischen Sprache irgendwie war. Für mich ist keine Spannung entstanden, die ich ja zumindest so nach über einem Drittel dann auch irgendwie erwartet hätte. Leider nicht meins. Also ich glaube, man muss auch gar nicht so viel zu einem Abbruchbuch sagen. Es ist immer schade, wenn man ein Buch abbrechen muss, oder also für mich schon, weil meine Zeit ist mir einfach zu schade, als die mit einem Buch zu verbringen, das ich einfach nicht gut, nicht spannend, nicht interessant finde. Und ja, wenn man wirklich schon innerhalb der ersten 50 Seiten merkt, das sind oft Bücher, die ich abbreche, ohne darüber zu sprechen. Na, und beim Leseklub ist es natürlich schon so, da will man auch in den Austausch gehen. Allerdings muss ich auch hier sagen, dass es hier nicht viel Austausch gab, weil, glaube ich, sehr viele zu Anfang schon gescheitert sind bei diesem Buch und man da wirklich den Eindruck hatte, irgendwie konnte uns diese Geschichte nicht so richtig einfangen. Aber hoffen wir einfach, dass der Oktober-Thriller ein bisschen besser ist und auch besser sozusagen bei uns Lesern ankommt. Und dann könnte ja Into the Water auf jeden Fall ein spannender Thriller werden. Zum Glück gab es aber auch ein Highlight, was ich schon parallel gehört habe, und zwar das neue Buch von Andy Weir, Der Astronaut, ist das dritte Buch des Autors. Es gab ja Der Martianer, der auch mit Matt Damon verfilmt wurde, und Artemis. Sprecher ist hier Richard Barenberg, was eben für mich dann auch die Entscheidung war, zu sagen, ich höre dieses Buch. Ich habe auch, glaube ich, beide anderen gehört und habe den Martianer nur in haptischer Form hier, weil ich das Buch eben so geil fand und auch den Film so toll fand. Ich habe ja schon im Hörgenuss geschwärmt, den verlinke ich euch auch unten mal in der Infobox. Am Donnerstag ist der ja immer so weit. Da ist ja auch aktuell noch die Umfrage zu dem gemeinsamen Hörprojekt offen für die Hörgenuss-Mädels. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr vielleicht noch mit abstimmen wollt, welches Buch wir gemeinsam lesen. Und hier muss ich sagen, also ich möchte vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen, weil ich ja schon so geschwärmt habe, aber für die, die jetzt vielleicht nicht den Hörgenuss geguckt haben oder auch nicht reinschauen wollen, vielleicht fasse ich das einfach noch so ein bisschen kurz zusammen. Wir treffen hier auf Ryland Grace, der nach mehrjähriger Bewusstlosigkeit aufwacht und merkt, dass er ganz alleine ist und scheinbar auch der einzige Überlebende in dieser Raumfahrtmission ist. Er weiß nicht so richtig, wer er ist, wo er ist, was seine Mission ist. Allerdings bekommt er dann Fragen gestellt von den Systemen und er kann sich zum Beispiel an Mathematikaufgaben erinnern, an theoretische Dinge, allerdings nicht so richtig an seinen Namen. Und das kommt erst nach und nach wieder. Er befindet sich auf einem Flug Richtung Tau Ceti Sternsystem. Und das habe ich tatsächlich aufgeschrieben, was Millionen Kilometer eben von der Erde, von seinem Zuhause auch entfernt ist. Und er weiß anfangs nicht so richtig, was ihn dort erwartet, warum er auf dieser Reise ist, was es irgendwie mit der Sonne zu tun hat und warum die anderen Besatzungsmitglieder tot sind. Doch nach und nach merkt er,
dass es eine wichtige Mission ist, denn die Zukunft der gesamten Erdbevölkerung hängt von seiner Mission ab, denn die Sonne scheint irgendwie an Kraft zu verlieren und er ist da wohl auf der Suche nach einem Gegenmittel und merkt da aber dann auch, irgendwas ist hier auch noch anders, irgendwas Überraschendes passiert hier noch. Ich möchte auch gar nicht so viel zu diesem Überraschungseffekt sozusagen sagen. Ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass es da etwas gibt, womit man nicht rechnet und was ich wirklich großartig fand. Ich liebe Andy Weir. Ich mag seinen Humor unglaublich gerne. Der ist trocken, er bringt mich zum Schmunzeln und zum Lachen und dadurch, dass er seinen eigenen Humor, so vermute ich es, in seine Charaktere gibt, weil ich finde schon, dass Ryland und auch Mark Watney sehr nah vom Humor sind und auch Artemis einen ähnlichen Humor hatte. Ich glaube einfach, dass das sein eigener Humor ist, den er hier hineingibt und ich kann da lachen, ich kann schmunzeln, ich kann mich da hineinfühlen. Ich hatte super viel Spaß mit dieser Geschichte. Ich mag es, dass er wieder die Ich-Perspektive verwendet, so sind wir noch näher an Gedanken, an Gefühlen unseres Protagonisten dran und das fand ich richtig toll. Es gibt zwei Perspektiven, Gegenwart und Vergangenheit. Das dröselt eben auch so ein bisschen auf, wie wir jetzt dahin gekommen sind, fand ich auch richtig super gemacht. Wir erfahren eben hier doch Hintergrundinformationen zu Ryland und das hat mir super viel Spaß gemacht. Zudem schafft es auch einfach Andy Weir, dass man diese vielen wissenschaftlichen Erklärungen, dass man denen gut folgen kann, denn er erklärt sie schon fachlich, ich glaube, richtig und auch wirklich schon ein bisschen hochwertiger, aber so, dass man als Laie eben wirklich wunderbar folgen kann und eben als normaler Leser, wie ich das eben auch bin, der nicht Quantenphysik studiert hat, das eben auch einfach versteht. Für mich ein absoluter Page-Turner, der mich sehr mitgerissen hat, der auch ein wahnsinnig spannendes Ende parat hatte, mit dem ich überhaupt nicht gerendert hatte. Ich hatte einige Gänsehautmomente. Ich fand es einfach nur richtig, richtig toll. Und im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Thriller habe ich eben immer gemerkt, dass wenn ich Zeit zum Lesen hatte, dass ich eben einfach lieber wissen wollte, wie geht's mit Ryland weiter, als eben in dieser Siedlung. Das ist einfach so ein wahnsinniger Vergleich, welches Gefühl man für ein Buch hat und da eben auch wissen möchte, was will Andy Weir mir sagen, was für Themen greift er auf, ähnlich wie ja schon bei Marciana, wo es ja viel weniger eigentlich darum ging, was Mark Watney hier auf dem Mars treibt, sondern es waren ja auch all diese Nebenschauplätze, die einfach wichtig und interessant waren und wo dann eben auch einfach der Charakter der Menschen sozusagen hinterfragt wird. Und das haben wir hier bei Ryland Grace und dem Astronauten eben auch. Ich fände den auch perfekt Vorlage für eine Verfilmung. Ich hätte da super viel Spaß damit eben auch einfach nochmal hier ins All zu gehen und ich mag sowas super gerne. Also ich bin ja auch ein Fan von zum Beispiel Interstellar oder Gravity. Ich mag sowas super gerne oder wenn man jetzt Dune ganz weit irgendwie mit dem All in Verbindung bringen wollen, ja, das ist wahrscheinlich schon eher eine andere Richtung, aber ich hatte hier super viel Spaß und ja, ich schwärme ausgiebig im Hörgenuss und wie gesagt, ihr könnt da auf jeden Fall auch reinschauen und dafür abstimmen, was wir denn im Oktober gemeinsam hören werden. Also die vier Mädels vom Hörgenuss. Also ja, grandioses Buch, totales Highlight, habe ich sehr, sehr gefeiert und auch im Nachgang, also bin ich super gerne auch mit Ryland sozusagen im All noch unterwegs. Das dritte und letzte Buch habe ich dann am Wochenende, am Freitag begonnen und habe mich super darauf gefreut. Ich habe das schon seit Anfang September hier und zwar Vergiss mal nicht von Kerstin Gier. Mir ist das als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden und da habe ich schon gedacht, ach, jetzt musst du mal gucken, wie kannst du es lesen, damit eben ja, die Bücherwoche sozusagen zum Erscheinungstermin passt. Und das ist ja jetzt der Fall. Ich glaube, es ist jetzt am 29. erschienen. Ist der Auftakt einer Trilogie und ich habe mich sehr, sehr gefreut, endlich wieder ein Jugendbuch von Kerstin Gier zu haben. Ich habe damals die Edelstein-Reihe total gefeiert mit ihren Zeitreisen, fand ich großartig. Ich fand die ersten zwei Teile von Silber auch richtig, richtig gut. Ich fand den dritten dann ein bisschen langatmig, aber gut, das ist eben auch immer einfach Geschmackssache. Und wir erfahren hier auch am Ende des Buches, wie die beiden weiteren Titel heißen werden. Der erste Band hat ja den Untertitel, was man bei Licht nicht sehen kann. Und so war ich natürlich mega, mega gespannt. Es gibt, glaube ich, noch das Wolkenschloss, aber das spricht mich so vom Klappentext gar nicht an, das habe ich nicht gelesen. Aber sonst kenne ich sehr, sehr viele Bücher von Kerstin Gier, auch ihre eher erwachseneren Romane. Ja, wir treffen in der Geschichte auf Quinn, der scheint ein ganz normaler Junge zu sein, bis er eines Abends auf einer coolen Party ist
und auf ein blauhaariges Mädel trifft, das ja überraschenderweise seinen komplett vollständigen Namen kennt. Das ist sehr außergewöhnlich, denn das tun eigentlich nur sehr wenige Menschen in seinem Umfeld. Und als er da noch so ein bisschen irritiert ist, trifft er sie aber wieder. Und dann müssen aber beide flüchten und wir sind bei einer spannenden Verfolgungsjagd dabei, wo Quinn von einem Wolf und einem Riesenvogel gejagt wird, bis er sich hier schon fragt, irgendwas stimmt nicht. Und dann kommt es zu einem Unfall und Quinn verbringt eine ganze Zeit im Krankenhaus. Und im Nachgang, als er dann zu Hause wieder ist, trifft er auf Mathilda. Das ist die Nachbarin, die er vorher gar nicht so spannend, interessant oder gar sympathisch fand. Die kommt wohl aus einer sehr religiösen Familie, hat auch viele Cousins und Geschwister und das sind so ein bisschen die Familien in der Ecke, in dieser Siedlung, in diesem Eck, wo man eben so ein bisschen sich auch die Nase rümpft und sagt, ah, was sind das für komische Leute. Aber die beiden verbringen einiges an Zeit miteinander und auch wenn beide sehr unterschiedlich sind, müssen sie irgendwie gemeinsam Rätsel lösen. Es taucht unbekannte Menschen auf, es hat auch irgendwas mit dem leiblichen Vater von Quinn zu tun. Und das alles findet so ein bisschen statt an einem Ort, der eben Vergissmeinnicht heißt und natürlich auch der Blume sozusagen gewürdigt ist. Und so sind wir jetzt hier dabei und lernen sehr viel von dieser Welt kennen, lernen Quinn und Mathilda kennen, auch dieses Miteinander und versuchen jetzt eben so dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Ha, ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, weil das Buch noch nicht da ist, wie die Rezensionen irgendwie so sein werden, wie das andere empfunden haben. Mein Gedanke mal so mittendrin war, ich glaube, ich bin einfach zu alt. Also ich hatte so meine Probleme mit den beiden Protagonisten, mit Mathilda und auch mit Quinn, so wie sie ein bisschen gehandelt haben, wie sie uns gezeigt wurden. Ich fand Quinn anfänglich, also wirklich die erste Hälfte, total unsympathisch, wie er eben über die Familie von Mathilda gedacht hat, wie oberflächlich, wie, ach, da dachte ich mir, Mensch, Junge, jetzt reiß dich doch auch mal zusammen, das ist so ein nettes Mädel, also muss man da, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann auch Mathilda nicht, dass sie das eigentlich so mitgemacht hat und ja, also das habe ich, ja, da hätte ich ihn super gerne sehr häufig mal geschüttelt. Man merkt natürlich, dass es ein reiner Auftakt ist, dass es der erste Teil einer Trilogie ist, dass natürlich so viel Vorgeplänkel auch irgendwo ist. Es ist für mich aber viel Luft nach oben, das muss ich ganz klar sagen. Die Geschichte wird abwechselnd von Quinn und auch von Mathilda erzählt. Hier habe ich wieder das Problem, dass ich nicht fand, dass diese beiden Charaktere unterschiedlich gesprochen haben. Also die haben im Grunde, die sprechen aus einem Mund, natürlich aus dem von Kerstin Gier. Finde ich super schade, weil ich eben einfach glaube, dass Jungs und Mädels, egal ob sie ähnlich alt sind, nicht gleich denken und nicht gleich die Sätze sozusagen formulieren. Ich weiß, das kritisiere ich ja häufiger, vielleicht ist da auch mein Anspruch einfach irgendwie anders, weil ich das eben auch von anderen Autoren einfach mal kenne, dass sie das können. Das fand ich hier eben auch wieder super schade, dass beide so gleich klangen, dass man im Grunde, wenn man nicht die Überschrift gelesen hat, gar nicht wusste, wo besteht jetzt irgendwie der Unterschied. Zudem war natürlich auch diese Ausdrucksweise der beiden sehr jugendlich. Ja, es ist ein Jugendbuch, das möchte ich gar nicht kritisieren, aber ich kenne eben auch Jugendbücher, wo es trotzdem ein bisschen passender irgendwie war. Ich finde das auch, ich fand das tatsächlich ein bisschen schade. Ich hatte mir hier sprachlich einfach ein bisschen mehr erwartet. Die jeweiligen Ich-Perspektiven fand ich aber sehr gelungen, weil man sehr nah an den Charakteren dran ist, weil man miterlebt, mitdenkt, mitfühlt. Das finde ich immer richtig, richtig gut. Das habe ich auch beim Astronauten gesagt. Und das möchte ich auch hier wirklich lobend erwähnen, dass ich diese Art des Erzählens bei dieser Art Jugend, Fantasy, auf jeden Fall gut finde, dass mir das Spaß macht, wirklich auch die Situationen von beiden erzählt irgendwie zu bekommen, wie sie es eben dann manchmal auch unterschiedlich wahrnehmen. Wir werden sehr lange, fand ich, in diese Geschichte erstmal eingeführt. Wir bekommen unglaublich viele Details und dann Hintergrundinformationen und wir bekommen die gefühlt auch sehr trocken rübergebracht. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Show gewünscht, also mehr Erzählung. Ich hätte gerne mehr mit den beiden erlebt und es nicht irgendwie so als Info bekommen zu haben. War das jetzt gutes Deutsch? Wahrscheinlich nicht. Das hätte ich mir einfach irgendwie gewünscht. Ich fand das manchmal, da steht dann einer, der was erklärt. Und das hätte ich lieber erlebt. Das fand ich auch ein bisschen viel. Das war wirklich so, auf jeden Fall über das erste Drittel, vielleicht sogar bis zur Hälfte, wo ich dachte, jetzt kommen wir vielleicht mal irgendwie ein bisschen weiter. Zudem fand ich auch, dass der Spannungsbogen
ach, sehr merkwürdig war, während das am Anfang mit der Verfolgungsjagd sehr spannend gemacht war, hat es dann recht abgeflacht und bis zum letzten Viertel irgendwie, wo ich dachte, kommt jetzt mal noch irgendwie was, wo geht es irgendwie mich hin? Und für mich hat es so auch irgendwie ein bisschen an Spannung einfach verloren. Ich habe das gelesen, ich habe das gern gelesen, keine Frage, es war gute Unterhaltung, aber nicht, wie ich es zum Beispiel aus der Edelstein-Reihe von ihr irgendwie erwartet hätte oder eben auch gekannt habe. Ich fand es schon sehr erzählend, ohne dass eigentlich viel passiert ist. Es gab auch lustige Momente, das habe ich auch sehr, sehr gefeiert, die die Geschichte auch wieder locker und leicht gemacht haben. Überhaupt ist das eine Geschichte, die wirklich einen sehr flüssigen Schreibstil hat, die halt auch durch diese Jugendsprache einfach sehr einfach ist. Das finde ich aber gar nicht schlecht, weil ich jetzt natürlich auch sage, ich bin gar nicht vielleicht die richtige Zielgruppe. Dennoch liebe ich ja Jugendbücher, lese ich auch sehr gerne. Und das fand ich tatsächlich auch sehr schön. Das gefiel mir auch sehr gut. Man kommt sehr schnell durch die Geschichte durch. Es war aber irgendwie auch nicht so richtig was Neues. Ich fand es auch nicht sehr innovativ. Ich bin wirklich so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt schöne Sachen in der Geschichte, aber eben auch durchaus ein paar Kritikpunkte. Ich hatte halt auch irgendwie ein Highlight erwartet. Ja, wahrscheinlich waren auch die Erwartungshaltungen zu hoch, wenn ich eben einfach an die Edelstein-Reihe zurückdenke oder auch gerade der erste Teil von Silber, der mich damals ja so gepackt hat, wo ich wirklich dachte, wann kommt der zweite? Hier muss ich sagen, weiß ich tatsächlich nicht, ob ich die Reihe weiterlesen werde, weil sie mich eben nicht so gepackt, nicht so gefesselt hat, nicht so mit Fragezeichen zurückgelassen hat. Ich fand es gut. Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich so ein 3-Sterne-Buch, weil eben einige Dinge toll waren, andere Dinge nicht so gut. Aber ich hatte einfach irgendwie ein Highlight erwartet und habe halt ein gutes Buch bekommen. Ich möchte es auch gar nicht schlecht reden, weil ich glaube, wäre ich 20 Jahre jünger, hätte ich dieses Buch wahrscheinlich anders gefeiert. Gar keine Frage. Ich tue mir dann halt wirklich schwer zu sagen, bei Jugendbüchern, die ich irgendwie kritischer sehe, die mich nicht ganz so erreichen, da möchte ich auch gar nicht so hart mit meinem Urteil sein, weil ich eben nicht die Zielgruppe bin. Aber es gibt eben im Vergleich doch viele Jugendbücher, die mich ansprechen, die mich begeistern und fesseln können, wo ich dann sage, ja, da klappt es eben auch. Also ich bin da, ja, ich bin natürlich neugierig, ob ihr das Buch lesen werdet, vielleicht auch schon gelesen habt, dann natürlich auch super gerne in die Kommentare mit euren Gedanken oder ja, es tut mir fast ein bisschen leid, da so viel Kritik da zu lassen, weil ich mich so gefreut habe und da so ein Highlight eigentlich erwartet habe, aber es, ja, was soll ich sagen? Ja, ist nicht einfach, aber ist eben leider manchmal einfach so. Ja, das soweit zu den 3 Büchern. Ich habe dann vielleicht nochmal einen Zeitschriften-Magazinen-Tipp und zwar die Ma-Vi. Und zwar ist das die aktuelle Ausgabe Einfach Ich Sein. Ich habe das schon mal auf Instagram gezeigt, dass ich die diesmal lese. Mich hat die super angelacht mit dem wunderschönen Cover sozusagen, sodass ich da einfach hingreifen musste. Und ich fand richtig tolle Themen waren hier enthalten. Mir hat die super viel Spaß gemacht. Ich weiß, ich hatte die zu Beginn der Ma-Vi schon 2-3 Mal. Und es gibt hier Liebe zum Detail, Gestalten und Genießen, bewusster Leben, neue Perspektiven, Natur erleben. Und dazu war ein wunderschönes Geschenkpapier und auch so eine Art Postkartenset. Fand ich richtig toll. Also wenn ihr so Bewusstsein, Achtsamkeitszeitschriften, vielleicht auch wie die Flow, die ich ja regelmäßig lese, gerne lest, dann guckt gerne mal in die Ma-Vi. Die hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich mit der 6. Staffel von Vampire Diaries begonnen, nachdem ich eine Woche fast so pausiert hatte. Und muss sagen, dass ich, ja, ich habe schon immer gesagt, ich bin kein Elena-Fan und viele haben ja auch geschrieben, so schon in der 3. Staffel, also wenn du sie jetzt nicht magst, wird das auch nichts mehr. Das kann ich absolut so unterschreiben, aber ich bin noch genervter von ihr, als ich das irgendwie vorher erahnen konnte. Denn es gibt etwas, was sie in der 6. Staffel tut, was ich nicht nachvollziehen kann, wo ich sie auch gerne schütteln möchte und fragen möchte, sag mal, wie einfach machst du dir das eigentlich im Leben und hältst du das wirklich für richtig? Alle, die jetzt die Serie kennen, ich möchte jetzt nicht spoilern, können mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie sie das so empfunden haben. Aber als sie diese Entscheidung getroffen hat, habe ich echt gedacht, sag mal, spinnst du? Weil irgendwie,
ja, gehörte das ja irgendwie zum Leben und ich habe nicht nachvollziehen können, warum sie das wirklich irgendwie verändert. Und ich, ja, ich bin da wirklich sehr, sehr genervt von ihr, das muss ich ganz klar sagen. Es gibt wieder zwei, drei andere Geschichtsstränge, die ich super spannend und schön finde und die mir auch einfach Spaß machen. Aber rund um Elena, also, pff, ha, ja, während dann aber die anderen Stränge, ich kann dazu schlecht spoilern, weil Dinge am Ende der fünften Staffel passiert sind, mit die ich jetzt irgendwie vielleicht auflösen würde. Es macht nach wie vor Spaß und ich blende Elena immer so ein bisschen aus und ja, muss ich ganz klar sagen. Ja, also die, mit der werde ich nicht mehr warm. Also was man sich da so gedacht hat, ich meine jetzt nicht von über die Schauspielerin oder wie sie Elena spielt, sondern wirklich wie da die Geschichte für sie geschrieben ist. Ich frage mich da immer, sagt mal, ist euch da so echt nichts anderes eingefallen? Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe die Staffel nicht geschafft. Ich werde auf jeden Fall in der Woche jetzt dann auch weiterschauen und vielleicht schließe ich sie ja dann jetzt in der Woche auch ab. Aber so, ja, ich bin da sehr gemischter Gefühle, was so der Start, die ersten 6, 7 Folgen jetzt dieser Staffel angeht. Mal gucken, wie es da so ein bisschen weitergeht. Und ja, ansonsten war nicht im Kino, sonst auch keine Serie geguckt. Ja, Spätsommer genossen, definitiv auch draußen gewesen und auch mit den Katzen nochmal durch den Garten gestreunert. Unsere Katzen gehen ja auch an der Leine raus und genießen das dann natürlich auch sehr. Und ja, ich glaube, das war's jetzt. Ich habe nichts vergessen. Nein, ich ja, bin jetzt sehr gespannt, was ihr vielleicht so im September gelesen habt, was so euer Highlight des Monats oder auch der Woche war. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns da ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox. Schaut auch gerne im Leseklub vorbei und stimmt vielleicht noch für das Buch für den Leseklub, nein, für den Hörgenuss Oktober ab. Findet ihr unten, schaut da gerne rein. Und ich, ja, danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.